Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatica 2 Expert Skyblock. Nachdem wir in der letzten Folge diese super Anlage gemacht haben, die fast nicht mehr nachkommen mit der Produktion, krass. Ist ja schon irgendwie, nee, noch nicht. Wollen wir in der heutigen Folge mal wieder was automatisieren. Und zwar, warum wir das Ganze überhaupt machen, ist ja wegen dem Gaia. Ne? Also wir haben hier Gaia Spirit und ich möchte die autocraften. Und dafür brauchen wir dieses Rezept. Dieses Rezept sind 2, dieses 3, dieses 4 und dieses 5. So. Das heißt, ich würde gerne diese Alchemie-Tables automatisieren. Und am besten für jedes Rezept ein eigener. Das können wir hier in diesen Zwischenraum machen. Ich finde, das passt vom Platz her ganz gut. Ja, das hat auch was, wenn die hier alle so stehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann wäre hier noch einer Platz. Ja, nee, ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht 2 Abstand machen, aber nee. So, und von unten würde ich dann mal die Anschlüsse für die Interfaces machen. Also ich hoffe, dass das nicht so aufwendig ist, die zu automatisieren. Also ich denke, man kann da einfach mit einem Interface was reinschicken, aber sicher weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Interface. Deshalb machen wir es mit dem einfachsten zuerst. Wo hier die ganze Zeit die Geräusche von Sterbenden oder ja, nicht unbedingt sterben, die sterben ja nicht, von leidenden Mobs. Einfach nur belastend. Was ist mit der Hexe eigentlich los? Die stirbt nie wieder, ne? Okay. Ist in Ordnung. So. Dann einen Wrench. So. Dann brauchen wir ME. So. Hallo? Ah, Java-Lag, wie immer. Man kennt es. Man kennt das gute alte Java-Lag. Es wird uns wahrscheinlich für alle Ewigkeiten in diesem Modpack begleiten. Aber ich bin froh, dass der Server mich jetzt gerade wieder mag. Ach krass, der hat dann quasi alle Ticks hier nachberechnet, oder wie? Okay, interessant. ME Smart, oder einfach nur Smart Cable. Da würde ich rot nehmen, rot wie Blut. Passt zu Blood Magic irgendwie. Und dann gehen wir mit dem Kabel am besten hier entlang. Finde jetzt nicht super nice, dass sich das da connectet, aber ich hätte das ganz gerne hier. Okay. Boah, ich gehe mal kurz einen Meter von da weg, aber da sterben die nächsten. Ah. ME Smart Cable. Oh, 2 Stacks. So. Und dann Red. Rose Red sollten wir ein bisschen was haben, genau. ME Smart Cable. Wir können so lange hier schon mal den Peer-to-Peer-Tunnel hinmachen. Peer-to-Peer-Tunnel. Und Smart Cable in grün. Ja, wir müssen das hier erstmal quasi so ein Breakout aus dem Kabel machen. Und dann machen wir da den Peer-to-Peer hin. So. Memory Card. Ja, welchen nehmen wir da jetzt? Na, ist schwierig. Nehme ich einfach mal den hier. Also, wo haben wir noch Kanäle frei? Also, wir werden wahrscheinlich am Ende schon so 8 brauchen. Deshalb wäre schon gut, wenn noch 8 frei wären. An dem sind noch nicht so viele. Das Schwierige ist halt, was sind denn das für welche hier? EBCB, okay.
Die sind eh so gut wie voll. Da würde ich eh nichts dran hängen. Und EBCB sollten wir auch nichts dran hängen. Okay. Und was ist mit dem Weißen? Moment, ich brauche mal hier meinen Network Visualizer. So. Was hängt an dem Weißen dran? Das ist der, der hier so schräg rüber geht. Das ist das hier. 13 Kanäle. Aber der gehört dem quasi ganz alleine. Brauchen wir hier so viel? Das ist... Das hier sind die Assembler und dann dahinter irgendwie was. Was ist denn das? Assembler. Hier die großen Crafting Processing Units. Nö, da brauchen wir gar nicht mal so viel. Also ich glaube, da können wir wirklich auf 8 Kanäle verzichten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann laden wir die hier. Zack. So. In der Zwischenzeit sollten auch unsere Smart Cable fertig sein. Jawohl. Und zack, 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 zack. Und auch hier vor anschließen. Gut ist. So. Dann ein Crafting-Rezept. Also, wir brauchen ein Processing-Pattern. Gaia, Spirit und dann fangen wir mit dem einfachsten an und zwar Neurotoxin. Das wird mit einem Pufferfisch gemacht. Zack. Und wir brauchen eine Menge Blood Orbs, fällt mir gerade auf, die wir uns vielleicht mal machen sollen, weil wir brauchen ja in jedem Teil einen Blood Orb. Orb. Der Magician tut's ja eigentlich. Das heißt, wir brauchen Taumium-Blöcke. Oder tut's vielleicht sogar der mit einem Victus? Schauen wir mal. Gaia. Also, hier auf dem Level brauchen wir Master oder... Okay, also wir brauchen hier einen Master sogar. Krass. Auf diesem Level brauchen wir... Das ist Tier 3. Das heißt, es reicht der Magician Blood Orb. Blood Orb. Und hier das Neurotoxin. Das ist Tier 2. Das heißt, ihr braucht wahrscheinlich nicht den Master, sondern der würde reichen. Okay, wobei es sicher nicht schlecht wäre, wenn die überall hier dann den Magician hätten. Okay, also wir brauchen... Taumium. Wir haben, glaube ich, gar keins mehr. Taumium. Nee. Das heißt, ab in die Magiemaschine. Wir hätten noch... Nee, das ist ein Weak Activation Crystal. Kein Bloodshard. Wir könnten natürlich ganz viele von den anderen machen, aber wozu? So, also. Taumium. Taumium kriegen wir durch Präkentatio und Terra. Crucible. Machen wir mal hier noch einen hin. Dann haben wir hier ein magisches Feuer. Ein Nitor. Ah ja. Nitor. Oh, wir haben sogar noch Nitor. Geil. So, dann... Ja, I know. Ein Crucible. Zack. Dann... Oh, jedes Mal. Ihr habt mir geschrieben, ich soll mal so eine Everfull Uhr machen. Die haben wir noch nicht erforscht. Die haben wir leider noch nicht erforscht. Warum habe ich eigentlich volle Buckets gemacht, wenn hier eine Sink ist? Ich habe keine Ahnung.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich ja eigentlich am liebsten hier ein Taumatorium hätte. Und dafür brauche ich Alchemical Construct. Oh, habe ich sogar noch. Cool. Und dann ein, ich werde es nie lernen, Salis Mundus. Oder Mundus. So. Und tada, ein Taumatorium. So. Und jetzt brauchen wir ein, ich werde es nie lernen, Eisen. Und das kommt hier rein. Und dann sage ich, Taumium hätte ich gerne. So, und jetzt sagt er, gut, dann geben wir uns Terra und Precantatio. Und das ist jetzt der Plan. Pipe? Nee. Wie heißen die Dinger? Essentia Tube. Tube. Dann machen wir hier mal so Essentia Tubes dran. So, einmal für hier und einmal für da und potenziell nochmal für da vielleicht. Haben wir mittlerweile eigentlich einen Wand? Aber immer noch kein Zauberstab, ne? Das ist ein bisschen traurig. Moment, wir machen den mal nur zwei hoch. Ja, dann machen wir hier den da weg und den da weg. Und so, jetzt brauchen wir aber Sachen, die Terra und Precantatio haben. Precantatio. Also, wo kriegen wir das her? Am allerbesten in Verbindung mit Terra. Ja, mit Victus. Tiny Planets. Hier, Black Hole Talisman, klar, warum nicht? Brauche ich auch für sonst nichts. Fire Charms. Ja, das ist doch noch nicht mal drin. Willst du mich verarschen? Enchanted Book. Ja, Mana Steel. Halt auch nicht wirklich. Aber vielleicht kriegen wir das auch gar nicht so einfach. Aber hier, Arcane Pedestals. Die sind eigentlich ganz gut. Arcane Stone. Metallum. So. Pedestal. So. Ah, ja, nee, aber ich verheiz die. Danke. So, das ist voll. Und jetzt fehlt Alter. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, aber unser Rift ist eh weg. Von dem her ist es nicht so schlimm. Jetzt kommt hier das nach. Ah ja. Das wollen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Aber jetzt warten wir mal, bis voll ist. Vielleicht 30 oder so. 29. Tschüss. So, und jetzt kommt hier das, was wir haben wollen. Und flupp. Ich habe nur das Gefühl, dass das im Leben nicht reicht. Wir brauchen ja so gesehen viel mehr Taumium. Also. Heizt das jetzt erstmal. Aber
Dirt. Dirt hat theoretisch das auch, ne? Gibt's hier, haben wir hier so. Moment mal, wir haben hier eigentlich hier die Wilds. Weil. Mit denen könnte man das rausziehen. Was wir nicht brauchen. Potenziell. Theoretisch zumindest. Hier ist Terra drin. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Terra, nee, nicht Terra-Stil, sondern Mana-Stil. So, dann ist die Frage, kommt dann hier vom Mana-Stil das irgendwann hier an? Ja, das ist noch eine Menge Erde, die jetzt gerade verheizt wird, ne? 8. Hier, was ist denn Adtaum? Hallo? Adtaumcraft. Hier, diese Water Jars, was ist denn mit denen? Glas und einfach ein Slab. Glass Paints und ein Slab. Geht das einfach so hier? Schwupp. Schwupp. Okay. Soweit, so. Macht der Gewohnheit. Das ist halt nicht Optimum, glaube ich. Wir stellen es jetzt einfach mal dahin. Dann kann das hier rein, so theoretisch. Macht es nicht, aber es könnte. Blood Orb. Wir machen uns erstmal so einen kleinen, der reicht ja für den einen Table. Ich will jetzt hier nicht 100 Jahre warten. Mal gucken, was hier passiert. Wir werden sehen. Wahrscheinlich wird alles zu Warp. Ah, wir haben einen neuen Riss, alles klar. Aber der ist außerhalb. Soweit ich das gelesen habe, ist es so, dass man die außerhalb sieht. Beziehungsweise, dass man die mit den Goggles außerhalb sieht. Und da wir ihn jetzt nicht sehen, ist er wohl außerhalb und da kommen wir eh nicht hin. Niemals, nie, wieder, nie. So. Dann machen wir uns hier mal kurz einen kleinen normalen Blood Orb. Jawohl, einmal ein bisschen Blut zapfen, damit der ja einen Owner hat. Hier rein damit. Und ja gut. Theoretisch bräuchten wir dann noch den hier. Mit einem Item Conduit. Aber das lassen wir erstmal aus. Haben wir überhaupt Pufferfische? Nö. Toll. Wir haben nicht mal welche. Okay. Haben wir irgendwelche Fische? Fisch. Nö. Ja, nice. Resource Fisher. Fishing Rod. Fischer. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Chest. Hier so eine Iron Chest.
Wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann suchen wir uns mal. Haben wir hier irgendwo ein Wasserbecken oder so? Also hier ist halt ein bisschen Wasser. Reicht das? Ich habe keine Ahnung. Aber müsste, ne? Wenn wir sagen, hier, pass auf, tschak, tschak, fisch hier mal. Und dann braucht er noch Energie. Okay. Können wir ihm von... Ja, theoretisch von hier vorne geben, ne? Energy Conduit. Ich hätte hier auch langsam gerne die Wireless Energy Crystals, die wir im Core haben. Die machen das Leben um einiges leichter und das Bauen um einiges schöner. So. Und dann gehen wir hier lang. Und das geht nicht automatisch da oben rein. Alles klar. Item Conduit. Extract always active. Insert. Ah, das funktioniert immer noch, aber ist okay. So. Und da können wir aber jetzt diese Tesla Upgrades. Add Tesla. Genau, diese Speed Upgrades reinmachen. Hier Speed Upgrade 1. Und Speed Upgrade 2 braucht Speed Upgrade 1. So. So, Fisch. Schneller. So, was haben wir hier? Sweeping Edge 3. Wow. Das ist gar nicht mal schlecht. Green Hardfish. Okay, durch Palms Harvest Craft gibt es jetzt hier natürlich eine Menge Fische. Aber wir brauchen ja nur den Pufferfisch. Und der hat eine Chance von... Weiß man nicht. Schauen wir mal, ob da ein Pufferfisch rumkommt. Ich würde gerne ausprobieren, ob das mit dem Automatisieren so einfach funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay. Wie wir haben Energie. Ach ja, das kommt ja alles über diese ekelhafte Leitung. Oh nee. Der Energy Conduit. Okay. Wir müssen hier mal kurz ein Upgrade vollführen. So, dann machen wir das so. Er connectet das nicht damit. So. Dann brauchen wir ein... Also, hier ist schon noch was frei, ne? Also, theoretisch dürfte da quasi nichts drauf sein. Aber sicher ist sicher. Okay, hier sind nur zwei Kanäle. Ja, alles easy. Peer to peer. Ja, machen wir bitte 10 Stück oder so. Da werden wir in Zukunft noch den einen oder anderen brauchen. So. Huch. So, zack. Zack, zack. Und dann brauchen wir noch die Memory Card mit... Ich habe die Energy benannt, oder? Gute Frage. Nächste Frage. Add Applied Energy Sticks. Gucken wir mal. Da sind die ganzen Karten. Memory, Memory, Memory. Ne, offenbar heißen die alle Memory Card. Okay. Welche ID hat der Strom? Moment, das ist immer falsch. Wo ist der Stromanschluss?
Diese optischen Fehler hier stören mich schon ein bisschen, aber okay. E2D6. 7 Outputs. E2D6, das ist Strom. Alles klar. Dann einmal zurück und load. So, und jeden Moment sollten wir so viel Strom kriegen, wie wir brauchen. Aktuell noch 0F. Aber gleich, jeden Moment, bin mir sicher, sobald der Channel da ist er. So, und jetzt kriegen wir unseren Pufferfisch. Mit Sicherheit. Ich rieche den Pufferfisch quasi schon. Hm, ja, Pufferfisch. Komm schon, gib mir. Ja, Pufferfisch, perfekt. So. Und jetzt schauen wir, ob es funktioniert. Wenn wir dem System sagen, ich hätte gerne einmal Neurotoxin. Ja. Ja. Das funktioniert ja hervorragend. Nicht. Gar nicht. Wie wäre es denn, wenn das hier schon funktioniert, es wenigstens im Rausziehen? Wo ist der Pufferfisch? Aber er hat den Pufferfisch irgendwo hingetan. Wo ist der Pufferfisch? Cancel. Wahrscheinlich im Zwischenspeicher oder so, ja. Also, wenn wir den da rein tun, ja, dann läuft das hier durch, so weit, so cool. Und dann kommt hier ein Neurotoxin raus und das wird auch rausgesaugt. Okay, also, raus geht, rein zumindest so nicht. Eventuell müssen wir das Interface, na komm, geh da durch. Hallo. Eventuell müssen wir das Interface seitlich dran machen. Also, dass wir quasi den Pufferfisch von hier so reintun. Ist jetzt natürlich nicht mehr so schön, weil man sieht, dass es automatisiert ist, aber ja, gut. Was will man machen? Ich hoffe aber zumindest, dass das funktioniert. Sonst wäre schlecht. So, und jetzt würde der hier automatisch vielleicht den Pufferfisch reinmachen. Hier, Rezept für Neurotoxin. Und dann schauen wir nochmal, ob wir einen neuen Pufferfisch haben. Sagen wir bitte, wir haben einen neuen Pufferfisch. Jawohl. Dankeschön. So. Dann gucken wir mal. Da. Und zwar hätte ich gerne Neurotoxin, bitte. Ein Neurotoxin bestellen. Ja, ja, es funktioniert. Nice. Also ja. das mit dem Raussaugen müssen wir aber dann trotzdem anders machen. Weil wir da jetzt den Anschluss nicht mehr haben. Item. Wobei, nee, müssen wir nicht. Wir können, gehen wir mal ein Interface. Interface. So, wir packen hier ein Interface dran. Und dann dieses Interface werden dann alle Sachen geschickt von der ganzen Reihe. Extract always active. Insert. So. Und jetzt sollte das Neurotoxin nicht mehr da drin sein, aber es sollte da drin sein. Perfekt. Funktioniert einwandfrei. Ich bin happy. So, brauchen wir auch gerade alles nicht. So, schauen wir mal nochmal kurz zu unseren schick. Wie sieht's hier aus? Ist hier schon irgendwas? Ja, tatsächlich, hier. Destructive Will haben wir schon einiges. Hier, Corrosive Will haben wir schon. Das ist natürlich nach wie vor voll.
Und von denen noch nicht so viel. Also genug, um hier die Aura zu füllen, denke ich mal. Gehen wir mal in den Chunk. Ja, die Aura sieht gut voll aus. Ah ja. Der hier ist ziemlich full. Eventuell ist es auch zu viel für das Ritual. Das müssen wir auch noch beachten. Wenn das zu viel fürs Ritual ist, dann müssen wir von denen ein paar wegmachen. Weil der hier sieht mir ziemlich, ja, eigentlich fertig aus. Und das ist ja auch einer von denen wir gerade nicht so viel haben. Ah, wobei, jetzt hat er einen rausgezogen. Ja, man muss gucken. Aber ich glaube, der ist relativ spät dran. Vielleicht, weil er so weit außen ist, ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Und ich würde es jetzt einfach mal so laufen lassen, oder? Ich meine, was will schon passieren? Irgendwann verstopft halt alles. Ja, das kann passieren. Das wäre nicht so gut. Fällt mir gerade ein. Void. Upgrade. Das ist zwar die Verschwendung des Jahrhunderts, aber Upgrade. 5 oder 6, egal. Aber lieber so, als wenn alles verstopft, weil dann verstopft das hier, dann verstopft als nächstes die Kiste, als nächstes verstopft der Vakuumhopper und dann droppt hier alles und alles läuft über. Und da werfe ich es lieber weg. So. Ich glaube zwar nicht, dass wir das so schnell erreichen, den Punkt, wobei hier sind schon 21. Ja, wir brauchen von den Dingern halt auch nicht mehr als 24 Stacks, ne? Behaupte ich jetzt mal. Hier kann noch ein Interface hin, dann sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Channeln, dann haben wir sogar noch einen frei. Optimal. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es dann soweit für diese Folge. Wir machen im Moment echt viel mit Blood Magic, ich weiß. Ich hoffe, das ist soweit auch für alle in Ordnung. Ne? Wir machen halt die Mod so einzeln durch. Es hilft ja nichts. Und das hier ist halt die perfekte Möglichkeit, um unendlich Gaia Spirits zu bekommen. Und unendlich Gaia Spirits brauchen wir für die Produktion. Von dem her, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Like oder lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.